Wunderschönen guten Tag. Hier nun Teil 5 der Fusion Minis. Diesmal weniger ein wie geht das eigentlich alles Video, als vielmehr ein gut gemeinter Rat. Werfen wir mal gemeinsam einen Blick in die Programmvoreinstellungen. Die sind in Fusion 2 geteilt. Es gibt zum einen die für die aktuell geöffnete Komposition, die heißt hier Composition 1. Und dann gibt es noch die Global and Default Settings. Viele dieser Einstellungsmöglichkeiten findet ihr hier jetzt doppelt. Wenn wir zum Beispiel mal Frame-Format auswählen, wird es hier keine optische Veränderung geben zu denen, die wir hier oben finden. Der Unterschied ist, nehmen wir diese Einstellungen global vor, ändern wir das nicht nur für die Komposition, an der gerade gearbeitet wird, sondern auch für alle zukünftigen. Vielleicht stimmt dieses Format hier nicht mit dem eurer Kamera überein. Und ihr wisst, hey, das ist eh die Kamera, von der regelmäßig das ganze Material kommt. Dann macht es durchaus Sinn, sich einmal kurz hinzusetzen, diese Settings zu ändern und es dann nicht für jede Komposition wieder von vorne machen zu müssen. Das ist irgendwann ziemlich langweilig. Also stöbert hier ruhig mal ein bisschen rum, das macht durchaus Sinn. Zum Beispiel, was können wir noch tun? Unter dem Punkt General könntet ihr, wenn ihr wisst, ihr habt einen langsamen Rechner und der steigt aus, sobald ihr 7 oder 8 Nodes aufmacht. Könnt ihr sagen, ich möchte, dass meine Proxies, mit denen ich dann arbeite, einfach mal ein bisschen fieser komprimiert werden. Ihr könnt darauf bis zu 30 zu 1. Okay, das macht das Bild nicht wirklich hübscher, aber das Arbeiten durchaus flüssiger und auf die Renderqualität hat es eben keinen Einfluss, also warum nicht? Die Global Settings bieten aber auch Einstellungsmöglichkeiten, die in denen für die Komposition nicht zu finden sind. Beispielsweise, wie sich das Flow-Fenster verhalten soll. Da sind bei mir außerdem, was Fusion ohnehin schon vorgibt, noch zwei zusätzliche Haken. Der eine Arrange to Grid. Das bedeutet, dass alle Nodes, die ich anlege, an diesem Raster ausgerichtet werden, das ihr im Flow erkennen könnt. Das sind diese dunkelgrauen Linien. Die andere Wahl, die ich noch getroffen habe, Active Tile Pictures. Das bedeutet, ich zeige das mal flott, dass alle Nodes, die ich mir hier öffne, so groß angezeigt werden. Wenn ich wegklicke, geht das weg. Wenn ich hinklicke, werden die wieder groß. Das heißt, wenn ich hier irgendwann 30 Nodes habe, kann ich ziemlich schnell auf einen Blick erkennen, alles klar, das ist die, an der ich gerade arbeite. Ich muss dann nicht erst suchen, welche komisch gelb unterlegt ist. Tatsache ist, ändert ihr diese Einstellung nicht, macht ihr damit auch nichts falsch. Dann stellt es halt von Projekt zu Projekt ein. Euer Bier. Ich bin immer sehr dankbar für solche Funktionen. Darum dachte ich, ich spreche das hier auch mal kurz an. Ja, und wieder bedanke ich mich fürs Reinschauen. Macht es gut, teilt das Video gern. Bis dann.